Nee, Veronika nicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen uns hier einem Antrag gegenüber, der den Anschein hat, als wenn es grundsätzlich um den Schutz der Greifvögel geht. Es freut mich auch, denn wir sind ja eigentlich das Land, wo einer der seltensten Greifvögel, der von Europa noch vorkommt. Ich rede gerade vom Schreiadler. Aber insgesamt geht es doch darum, sich hier ein Alibi zu verschaffen, um Windkraftanlagen zu verzögern, um nicht gar zu verhindern. Es ist aber so, Herr Borschke, dass wir in den letzten Jahren aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien natürlich schon sehr viel Horstzerstörungen hatten, 46 an der Zahl. Es, und das macht einen eigentlich ein bisschen stutzig, es bei aber keinem Eintäter festgestellt worden ist. Nun fragt man sich aber auch, wer zerstört dann eigentlich diese Anlagen? Sind es die, die gegen Windkraftanlagen sind, reine weg? Da gibt es ja eine ganze Menge von. Oder sind es sogar irgendwelche Verbände, die, wenn sie einen Horst zerstören, Sie werden es wissen, die Greifvögel haben mehrere Horste, um ihr Leben zu organisieren. Oder sind es solche Verbände, die einfach mit der Zerstörung eines Horstes die Fristen verlängern wollen, dass es nicht zum Ausbau kommt, dass man eben die vom Bundesnaturschutzgesetz vorgegebenen Ruhezeiten in dem Gebiet einhalten muss. Sie hatten es selber gesagt, es ist für den Rotmilan 3 Jahre, für den Schwarzstorch, für den Schreiadler sind es 10 Jahre, wo in diesem Gebiet nicht gebaut werden darf. Ich bin der Meinung, dass die jetzigen Schutzmodalitäten für die Horste unserer Greifvögel ausreichend sind. Ja, 3 Jahre ist eine lange Zeit, 10 Jahre für den Schrei und für den Schreiadler und den Schwarzstorch ebenfalls. Und deshalb sehe ich Ihren Antrag in diesem Falle als für nicht notwendig an. Ich bedanke mich. Danke. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke.